So, gut sieht's aus, das Spiel. Sie soll an der Seite von Bast und Jetzt Wahrheit starten wir noch stehen. YouTube. So, YouTube gestartet. Neugierde ist für Träumer, nicht für Krieger. Los geht. Falls was im Greenscreen sein sollte, dass der irgendwann mal flackert oder so und das nervt, dann sag kurz Befreien Sie Bescheid. von der Verderbnis. Rätsel weiß ich gar nicht. Richtige Rätsel habe ich jetzt noch Grenze von keine Bast gesehen. ist angeriegelt. Aber Also lerne ich mich über diese Ruinen und Landschaft so gibt freuen. es massig zu erkunden. Bitte. Wahnsinn. Also da richtige Dungeons, richtige Ruinen. Was ich auch machen wollte, ich habe ja das letzte Mal hier ein paar Quests angenommen jetzt. Was ich allerdings gesehen habe. Oh, das ist immer noch so laut hier. Hier, diese Tutorials wollte ich ja noch machen und habe nie gewusst, wie die gehen. Und zwar ist es so, hat mir ein Arbeitskollege verraten, ich muss die anwählen. Wenn ich die angewählt habe, dann kann ich es machen. Zum Beispiel erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. Die habe ich angewählt jetzt. Jetzt machen wir mal Sprengbomben rein. Teleportieren uns mal irgendwo da runter. Da will ich eh noch ein paar Sachen machen. Irgendwo hier zum Beispiel. Das sind Läufer, ne? Läufer sind ja recht easy zu farmen. Dann will ich, ne, ich will hier hinreisen. R2. Ups. Man sollte auch R2 drücken, wenn man R2 meint. Nächstes Mal. Hier ist ein Läuferareal. Ich denke mal, die sind nicht so hoch. Vielleicht geht es aber auch hier. Das wäre ja noch einfacher. Das sind auch Läufer. Ja, gehen wir mal hier hin. Schnellreise. Ich habe noch 6. Wir machen mal Schnellreise. Und dann geht's da los. Boah, jetzt bin ich echt, ich bin auf meinem Screen bei OBS, bei meinem Aufnahmeprogramm, jetzt so hell, das ist echt brutal. Und im Stream wäre ich wirklich eher rot, gelb. Keine Ahnung, was das ist. Tomb Raider Style? Nö, ich glaube, das letzte Mal, ja doch, da gab es auch ein bisschen was. Ja, das stimmt schon. Vom Prinzip schon, ja. So, hier war das Läuferareal. Jetzt gucken wir mal. Da sind Läufer, aber die kann ich nicht. Ich soll mehrere Gegner gleichzeitig erledigen, nicht 3 Stück. Das sind halt zu wenige hier. Die kann ich auch nicht zusammenscheuchen oder so. Ne, das ist Blödsinn hier. Ne, 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 ne. Was? Krass. Warum hat der. Oh, guck mal, das liegt immer noch da, wo wir das letzte Mal hier waren, vor 4 Streams. Krass. Okay, hier kann ich das nicht machen. Aber warte mal, vielleicht gibt es noch ein anderes Tutorial mit Läufern. Erlege Maschinen mit Sprengdrähten. Erstelle mit Maschinen mit Sprengdrähten eine Falle. Mit Präzisionsfeilen, das können wir eigentlich machen, ne? Jetzt, ups, da die Steuerung. Das können wir ja eigentlich machen. Mit Präzisionspfeilen. Wir haben nur 8. Oh, hier hinten sind welche. Das sind aber keine Läufer. Das sind keine Läufer. Scheiße, was machen die denn hier in dem Startgebiet? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Läuft ja wieder bombig heute am Anfang, ne? Okay, die hauen ab.
Okay, ich könnte mich jetzt mal am Arsch lecken. Gehe ich hier rüber. Zum anderen Läuferareal. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Händler, so. Ich bin komplett falsch gelaufen. Aber hier ist doch ein Läuferareal. Verstehe ich nicht. Ups. So, da ist meine Markierung. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Die Läufer sind doch die, die weglaufen, ne? Da, die hier, genau. So, und jetzt Präzisionspfeile rein. Ich gehe hier in Deckung. Komme ich näher ran. Ins Auge. Erledige Wächter. Wächter. Aber Wächterareale gibt's nicht, oder? Das sind Plünderer. Da hinten waren, glaube ich, auch Plünderer. Mhm. Läufer. Wächter sind einfach immer irgendwo dabei, ne? Dann. Alter, das nervt jetzt schon wieder. Das ist echt nervig, bis du da die richtigen gefunden hast. Stelle Maschine mit Stolperdrähten eine Falle. So, das müsste doch jetzt hier locker gehen. Ich habe keinen Stolperdraht. Stand da Stolperdraht? Meine Güte. Mit Schockdrähten eine Falle steht da ja auch, ne? Dann nehmen wir doch Schockdrähte. Oh Gott. Oh, da kommen noch mehrere. Und jetzt läuft er wieder weg. So, gut. Dann markieren wir da vorne, weil noch ein Schnellreiseteil will ich jetzt eigentlich nicht verlieren. Die Graser, das ist super. Da will ich hin. Da will ich hin. Ja, ich weiß, ziemlich verpeilt gerade, ne? Aber ist halt so. Ja, der hatte nämlich zum Beispiel Draht. Das war schon mal gut, dass wir hier waren. So, jetzt wird's besser. Oh. Jetzt wird's besser, sage ich doch. Meine Güte. Ja, das ist das Spiel 3 Tage nicht mehr gespielt, da kannst du es nicht mehr. Man sollte halt auch erstmal die Quests richtig lesen, ne? Komm, ich mache jetzt Schnellreise hier hin. Ist zwar eigentlich sinnlos, aber das machen wir jetzt. Und da oben sind Läufer. Bei den Läufern sind normalerweise auch, wie heißt's? Da sind normalerweise auch
Dings dabei. Die ich ins Auge töten muss. Mit einem gezielten Schuss ins Auge. Da hinten sind doch schon einige. Es gibt gut XP, diese ganzen Tutorial-Quests. Ich finde das nur blöd, dass man das nicht so nebenbei mitmachen kann, sondern wirklich gezielt anwählen muss. Also. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir das machen können. Erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengfalle. Ob hier genug rumstehen. Die sind halt alle so verteilt. Ich denke mal, ich muss die aufscheuchen. Aber da hinten zum Beispiel muss darüber. Ja, das ist doch schon mal optimal. So, das heißt, wir nehmen hier jetzt die hier und schießen dem einfach ins Auge, ne? Jetzt dreht er um in dem Moment! Krieg ich Plack. Der läuft auch noch einen ewig weiten Weg hier. Aber der kommt wieder. Der kommt gleich wieder. Das warten wir jetzt kurz ab und dann machen wir den mal platt. Dann haben wir zumindest einen. Nein! Und ich habe die Quest nicht angewählt. Alter! Echt jetzt? Unglaublich. Jetzt hat's gezählt. 1 von 3. Ist hier noch irgendwo ein Wächter? Nö. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. So, den haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Halbe Stunde gespielt. Und so einen Typen jetzt zu töten, ne? Und wo sind die jetzt hingelaufen? Da. Oh. Da könnten wir vielleicht Glück haben und die. So. Quests. Tutorials. Sprengbombe. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Ich will sie nicht überbrücken, ich will die töten. Wenn mal 3 auf einem Fleck stehen, vielleicht. Das wäre sehr nett. Komm, seht mich und dann. Nicht weglaufen jetzt. Jetzt waren nochmal 3. Aber vielleicht gehen sie jetzt alle auf einen Fleck. Das wäre ja sehr nett. Dich mache ich anders platt. So. Genau so. Da war mal was klappen, oder?
Ich will eigentlich nur die drei Achter hier weg haben. Da stehen zwei auf einem Fleck. Da stehen mehrere. Treffe ich ja niemals so. Die kann ich ja nicht alle drei töten auf einmal. Niemals. Mit so einer Bombe. Wie soll ich die denn töten? Die haben viel zu viel AP. Ist ja kacke. Gut, dann machen wir den anderen noch jetzt. Den einen da. Und dann ist gut. Das ist ja echt scheiße. Das hier, Tutorials. Ich will den nicht überbrücken, ich will ihn töten. Ich habe doch die Quest angewählt gehabt, oder? Oder hat das jetzt gezählt oder nicht? Ach, das war einmal abgeschlossen. Schnellmarschieren mit Druckschock trennen eine Falle. 3 für 3, ich habe das nur einmal gemacht jetzt. Hä? Unfassbar. Verstehe ich nicht. Ach, Alter. Vielleicht sollte ich die einfach ein bisschen anhitten. Ein bisschen anhitten und dann mit einer Sprengbombe platt machen. Wenn das geht. Wenn die sich nicht wieder regenerieren, das weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal. Ah, die regenerieren sich nicht. Das ist gut. Jetzt bin ich hellwach. Oh nee, mit 2 ist er schon tot, scheiße. Da hinten ist noch ein dritter, ne? Die Maschine hat mich gesehen. So. Die sind ja mal nicht aggro, ne? Bleibt am Baum hängen da hinten. Wie geil ist das denn? So, jetzt schön auf einen Fleck, Jungs.
Sprengfallen. Da ist Gras, sehr schön. Was macht der denn jetzt hier? Geh weg! Geh da hinten zu deinen Kollegen. Was sind die denn jetzt? Komplett verteilt. Da muss ich die jetzt erstmal aufscheuchen. Jetzt muss ich kämpfen. Nee, ich muss nicht kämpfen. Lauft ihr drei. Da geht du auch noch dazu. Sehr schön. Ist das die falsche Tierart oder so? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn der dritte? Da ist einer, da ist einer. Und der dritte, da. Das ist eine Scheißquest. Drei Stück so machen. Das ist ja super dämlich. Drei auf einmal. Die stehen wieder so, ich kann die gar nicht zusammentreffen. Geht nicht. Keine Chance. Da muss es einen anderen Trick geben. Naja, dann suchen wir mal noch so einen Typi. Und dann war's das, ne? Dann machen wir die anderen später. Tutorials. Hier, das hier. Ein Wächter irgendwo. Hier vielleicht. Ein Wächter irgendwo? Ja, komm schon. Wo Läufer sind sie normal auch Wächter?
Nur Läufer. Da ist auch ein Wächter. Alles gut. Alter, jedes Mal. Der ist tot. Scheiße. Nee, 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 falsche Pfeile. Der ist auch schon tot. Was ist das denn? Die sehen irgendwie anders aus. Und da, Metallblume, ach, das ist wieder so ein Special-Teil. Cool. Truthahn. Truthahn brauche ich nicht. Truthahn. Nur so klein Viechs. Naja, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo den nächsten Wächter sehe, mache ich das. So, jetzt gucken wir mal. So, wir haben noch einen Haufen Dings Level 10, ne? Offene Aufträge, Zuflucht. Finde die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Dens Kriegerkameraden sind in die verbotene Ruin von Teufelsdurst geraten. Als Sucherin könnte Eloy sie aufspüren, ohne das Nora-Tabu zu brechen. Zack, machen wir. Hier. Nein. Oder soll ich erstmal hier unten noch das hier säubern? Das Stufe 15. Das machen wir dann, wenn Stufe 15 Quests dran sind, ne? So. Dass jetzt mal ein bisschen Action ist. Also diese Tutorials, dass man das nicht einfach mitmachen kann und dann einfach geschafft hat, das ist ein bisschen blöd. Das ist echt super dämlich. Verstehe ich auch nicht. Sondern dass man es extra ausgewählt haben muss. Extra. Taltum. Ein Langhals. Hallo Langhals. Nein. Ah, warte, warte, warte. Nein, ich muss erst noch die Quest auswählen. Scheiße, hat er gereicht. Noch zwei. Keine Muni. Ich dreh durch. Kann ich herstellen? Ja, kann ich. Gut. Da kommt der Langhals. Nein. Ich hab mir ins Auge getroffen, Alter. Alle vier erledigt, aber ins Auge getroffen. Scheiße. Hast du
absolut kein Das wäre die Quest gewesen, ne? Mann, 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 du. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Naja. Gut. Finde den vermissten Krieger in Teufelsdurst. Da war ich doch das letzte Mal schon. Ah ne, hier war ich, ne? Teufelsdurst. Ach, das Gebiet heißt einfach Teufelsdurst. Okay, hab's verstanden. Ja, ich weiß, der soll da irgendwo sein. Oh, die kann ich gar nicht schlagen. Das ist ja scheiße. Ja, die Teile brauche ich auch noch. Hallo, schwimm doch da mal hin. Oh, jetzt wird er abgetrieben. Ist das nervig. So, lass mich hier raus. Und er sucht den Kadaver des verdorbenen Wächters. Okay. Etwas Vorrat. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Folge den Spuren. Das Wildschwein noch töten da drin. Nicht hier rein. Jo. Das sind zwei Sägezähne. Erledige Sägezähne ist meine Aufgabe. Alter. Das ist Level 10. Ich weiß nicht, ob die hier durch die Tür kommen. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Oh, ich kann einen Sägezahn überbrücken.
Ist hier irgendwo Gras? Hier ist kein hohes Gras, oder? Nee. Das heißt, ich muss mich ranschleichen, wenn der umdreht. Opa. Ist noch jemand da? Yes. Komm, komm, das reicht, bevor der andere groß wird. Ja, es reicht. Geh doch drauf. Hüpf drauf. Nein. Hüpf doch drauf. Hüpf doch da. Ah, der greift den an. Cool. Geht ja voll aggro hier. Kann ich den reiten? Nee. Okay, das heißt, ich muss ihn jetzt platt machen. Das heißt aber am besten von oben irgendwo. Oder von weit weg, bevor der wird gleich wieder aggro. Ein bisschen Zeit. Ich habe noch so ein Stolperdraht. Dann geh weg. Ich muss die Waffe wechseln. Mach ich. Tot? Cool. Das hat ja richtig gut geholfen, das Ding. Nein, ist er nicht. Oh shit. Dann überbrücken wir erst nochmal. So, und jetzt war dann wann weg. Nein, lass mich raus. Der ist ja voll aggro, der Typ. Alter. Ja, klar. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht ausweichen. Null. Boah. Unglaublich, oder? Puh. Was? Nee, 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 nee. Junge, oh fuck. Fuck. Ich habe Angst.
Der ist noch gar nicht tot. Jetzt aber. Boah. Also das sind echt brutale Viecher. Wir wieder raus? Rede mit Ferl. Machen wir. Also und die Sprenggranaten habe ich da aufgeschmissen, ne? Ich brauche wesentlich mehr Draht und so. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Säge, vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja. Wir gehen ab. Ah, Mann. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Alles klar. Kehre zu Dan zurück. Das oben in der Stadt, ne? So, was haben wir noch? Sammle die Lanzenhornteile. Lanzenhornlinse, also ich muss ein Lanzenhorn erlegen. Lancelot. Kriegen die Dings zu Ohren. Okay, das ist ein langer Weg. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen, bis wir dort sind. Wo ist das nächste Lagerfeuer? Ja, komm, wir gehen hoch zu dem Lagerfeuer. Das ist echt immer alles noch super gefährlich hier, ne? Ups. Das sind Wächter. Da muss ich ja, ne? Da geht jetzt kein Weg dran vorbei. Da geht ja jetzt echt kein Weg dran vorbei. Was? Ah! Oh. Ich hoffe, es sind nur 203. So, das haben wir abgeschlossen. Dann kann ich die andere wieder annehmen. Ach, das sind die Nora-Krieger. Da ist ein Wildschwein. Das will ich haben. Auch mit anderen Pfeilen. Die anderen sind mir zu teuer. Ah. Drecksvieh. Später noch. Nee, ich brauch's sofort. Ja, komm, scheiß auf das eine Wildschwein, wir gehen weiter.
das hier noch sammeln. Das sieht auch ziemlich tot aus hier drüben alles, ne? Da lebt nichts mehr. Wächter, okay, den lassen wir mal. So viel zum Thema Sicherheit. Will ich jetzt eigentlich gar nicht aggro machen, die Viecher. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So sieht's aus. Ich habe auch fast nichts mehr. Ich habe noch 2 Heiltränke, das war's. Ich brauche wieder Fleisch. Ja, ist klar. Müssen wir mal angewöhnen, mit L1 und mit R1 zu schlagen, mit R2 den großen Angriff. Weil der große Angriff, der dauert so lange. Das ist nervig. Das nehme ich mit. Es tut mir leid, dass ich hier Sachen sammle. Ich kann eigentlich mal gucken, ob ich mir Heiltränke machen kann. Dann muss ich nicht mehr so viel farmen. Herstellen, Tränke. Ja, kann ich. Das Fleisch braucht man halt auch, um die ganzen Beutel und so zu vergrößern im Inventar und so, ne? Das ist schon... Deswegen, man muss immer die kleinen Viecher hier fangen. Was haben wir da vorne? Läufer, Läufer... Fuchs. Das hier immer mitnehmen, das ist das Heilkraut. Dann gehen wir erstmal dahin noch. Ich weiß allerdings nicht, ob man das... Ob ich das erst... Ich muss nämlich die Langhornlinse sammeln und bringe die Signalpfeile zu Ohren. Alter. Verdammt. Gehen wir jetzt erstmal zum Ohren, ne, und gucken mal. Wohin? Ach, hier. Zack. Ab zu Ohren.
Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Sehe ich genauso. So, gibt's hier noch irgendwas bei dem Ohren? So, wie komme ich runter? Wieder genauso, wie ich hochgekommen bin wahrscheinlich, ne? Yeah. Das sieht so geil aus, das Abseilen. Das macht so Fun. Nein! Warum springt der da ab? Bleib doch mal stehen. Warum hüpft er denn so wild rum hier? Ja, ich muss das ab und zu machen. Das finde ich ein bisschen schlecht gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil warum muss man diese kleinen Mini-Viecher hier töten? Um an Mats zu kommen, um seine Beutelgröße zu vergrößern und sowas. Also. Das finde ich ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen scheiße, ne? Das hält nur auf. Von mir aus hier die Heilpflanzen looten und so, ja. Das ist in Ordnung. Aber diese Mini-Viecher töten. Nützlich für eine alte Rezeptur. Finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, gehört zum Spiel dazu, müssen wir mitmachen. Sonst kommen wir nicht voran, denn ohne Heiltränke hat man beim ersten Endboss gesehen. Oder beim ersten Boss, weil der Endboss ist ein bisschen heftig. Fische braucht man auch für irgendwas. Auch um irgendwas zu vergrößern. Nein. Noch irgendwo lecker Lachs? Nein. Nur der eine. Okay. Nur der eine. In meinen Stiefeln steht das Wasser. Die heult also immer rum, ne? Mit dem Wasser. Richtiges Mädchen. Echt ein richtiges Mädchen. Aber süß ist sie. Und sie hat krumme Zähne, genauso wie ich. Finde ich sehr sympathisch. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Was muss ich jetzt hier machen? Lanzenhornlinse. Da muss ich erstmal die Lanzenhörner finden, ne? Ist da vorne ein Lanzenhorn? Das ist ein Lanzenhorn. Nein. Was?
What? Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Nicht abhauen! Nein! Scheiße. Wetten, dass da jetzt irgendwas... Ich hab's gewusst! Ich wollte sagen, wetten, dass da jetzt irgendwas Fettes ist. Ah, Mann. Ich hab nicht gespeichert. Ich muss nochmal hier weg. Ja, ganz ruhig, natürlich. Ist ja nicht so, dass der gerade mich vorhin schon ein paar Mal zerrissen hat, ne? Scheiße. Ich habe eigentlich keine Lust auf Sägezahn jetzt. Boah. Aber ich könnte ihn ja überbrücken und dann einfach stehen lassen. Hier ist nirgends hohes Gras, können wir nirgends verstecken. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. Geh weg! Nein! Tja. Lass mich in Ruhe. Wie weit willst du mir denn noch nachkommen? Er ist immer noch aggro. Immer noch? Nee. Komm schon, komm hier vorbei. Schön leise. Erstmal speichern, ne? Boah, was ein Stress. Oh. Dieser Ficker. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist Draht. Draht ist so fies. So, abgehauen. Der beschützt die halt, ne? Natürlich sieht er mich da. Oh, Mann. Ich denke mal, der kommt hier nicht rein, oder? Ne, da kommt er nicht rein. Das ist cool. Da kommt hier rein. Dann nicht, okay. Gut, wenn er nicht hier reinkommt, kann ich ihn auch mit denen hier fertig machen, ne? Erstmal hier ein bisschen absprengen. Wo aus der mich sieht, ne? Das ist echt krass.
Komm schon, Junge. Und jetzt hier für mich schön für mich töten. Hier schön für mich töten. Komm mit. Läuft er mir hinterher? Nö. Aber gut, ich habe genug Zeit jetzt. So, jetzt nur die Frage, wo sind die Viecher jetzt hin? Da hinten, da sind die Verletzten. Okay. Überlebt immer noch. Ich hoffe, der reißt dann, kommt nicht irgendwann. Oh, da unten steht er. Ah, der jagt immer noch für mich. Das ist cool. So, und hier ist eine Linse drin. Jo, die haben wir auch. Sehr schön. Das wird zu schwer. Eine Spule. Kann ich hier das Spulendings größer machen? Ich will die eigentlich nicht alle wegschmeißen. Herstellen. Fallen und Tränke. Kragekapazität. Outfitbeutel, Rohstoffmodifikationsbeutel. Reichhaltiges Fleisch. Okay. Geht also noch nicht. Da muss ich wohl was wegwerfen. Und zwar Feuerabriss. Feuer und Handhabung haben wir zweimal. Dann ist das voll weg. So, dann nehmen wir das jetzt. Ich würde den ja schon noch gerne töten da unten, ne? Ja, oh, das wird eng. Oh. Okay, Aloy. Und jetzt? Gehen wir jetzt zum Lagerfeuer und hoffen und speichern erstmal. Gut. Ziemlich faszinierend, wenn du nicht gerade nach mir suchen willst. So scheiße mit dem Ding zu zielen, ne? Direkt noch einen hinterher. So. Die töte ich nämlich gerne, wenn es mal so läuft wie jetzt. Aber den habe ich schon ein bisschen Schiss, die sind schon krass. Und es kostet auch mehr, die zu töten, als alles andere, als es irgendwie was wert ist, ne? Weil die haben jetzt bisher noch nie was richtig Gutes gedroppt. So, was haben wir als nächstes noch? Ich wollte ja heute die paar Zehner-Quests da machen, die Nebenaufträge hier. Das haben wir. Kehre zurück. Sammle 4 Eber heute. Okay. Und finde Times Ring. Zuflucht?
Hier oder was? Finde Times Ring. Sammle 4 Eberhäute. Das habe ich doch aber woanders auch gemacht. Ach, hier geht das auch. Okay, dann gehen wir da mal hin. Hier in diese Richtung. Und Wildschweine auch töten. Da können ja auch die Eberhäute drin sein anscheinend. So, hier ging es zu diesen drei Lagern, die wir das letzte Mal geräumt haben. Hier ist Mutterkrone, da will ich jetzt aber gar nicht hin. Ich geh erstmal hier runter. Wildschwein? Ich bin vom Schneematsch schon total. Ganz weit weg, oder was? Hase. Hase, komm. Da ist ein Läufer, da ist ein Läufer. Läufer sind mir ziemlich egal. Läufer. Okay. Oh ne, ich habe noch die falschen Pfeile drin. Hier, die hier will ich. So. Das sind doch schon drei Eber heute. Ups. Muss ich das nämlich gar nicht da hinten machen, dann kann ich das auch hier machen. Und hinterher. Ah ja. Lass mich in Ruhe. Hey, ihr seid doch nochmal nicht aggro. Nur ihr. Ja, die sind doch nochmal nicht aggro. Ich habe sie beide getötet. Nichts mehr Rotes irgendwo zu sehen, ne? Cool. So, wo lag das Wildschwein? Ist das das Wildschwein? Nee. Für später. Nee, für jetzt. Ich habe das Wildschwein doch getötet. Da vorne. Auch nicht. Krass. Auch nicht. Naja. Okay. Ja, man kommt so schnell so weit von dem weg, wo man eigentlich hin will, ne? Das ist echt krass. So.
Den nehmen wir mit. Der liegt auf dem Weg. Sie wissen jetzt, was ich hier... Laserlinse. So. Ja, euch lasse ich in Ruhe, ihr seid ja nur zu zweit jetzt. Zeig nicht auf, hallo? Warum läuft der nicht? Warum läuft er so langsam? Jagen Sie mich. Lass mich einmal. Warum läuft er so langsam? Schon mal angenockt ist, nehme ich ihn mit. Für einen Pfeil. So, ich muss jetzt aber hier hin, ne? Um den Ring zu finden. Suche das Gebiet? Ja, mach ich. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. War doch noch ein Sucher, oder? Ich muss in die Richtung gehen. So. Gut, in diese Richtung, oder? Nicht markiert. Und stark ist wohl. Versteckt ihn im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. So, den haben wir auch. Das ist ein Hase. Hab ich den erwischt? Ich glaube schon, ne? Brauchen wir noch eine Eberhaut. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Eine Ratte. Was hat denn eine Ratte? Was für ein Fleisch hat die denn dabei, bitte? Sogar was Blaues. Tierschädel-Talisman. Okay. Ja, der Schwimm ist auch noch ein bisschen komisch. So.
Hier viele Windschweine oder warum wird das Gebiet hier angezeigt? Ja, anscheinend. Map. Ein Sägezahn. Mhm. Warum sind die hier überall? Noch nützlich sein. Wie weit will das Viech dann noch wegrennen? Das muss ich sammeln. HP-Ups muss ich sammeln, da liegt noch einer. So, ich hoffe, der hat jetzt eine Eberhaut dabei. Einmal Eberhaut, bitte. Jo, sehr schön. Haben wir auch geschafft. Warum ist hier eigentlich so dicht der Wald? Siehst ja gar nichts. So. Und die letzte. Eine hatten wir, glaube ich, noch, ne? Aufträge. Oh ne, die haben wir alle drei. Gut, dann gehen wir die mal ab. Dann gucken wir, was für ein Level wir haben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jo, bye Trailer. Danke fürs Zuschauen. Ja, die sind alle drei da, ne? In Muttergrone. Da laufen wir aber hin. Kommen denn die ganzen toten Wächter her? Ups. So, da will ich noch hin. Lagerfeuer, bitte. Ich will die Wächter jetzt eigentlich gar nicht töten hier. Und Reinholz brauche ich echt nicht mehr mitzunehmen. Da habe ich so viele. Kann ich das mal ein bisschen. Kann ich mal ein bisschen auslassen. Aber die hier natürlich. Jedenfalls bin ich jetzt wach. Ja.
falsche Knopf gedrückt. So. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja gut, die lassen wir jetzt einfach links liegen hier, ne? Das bringt ja nichts. Da laufen wir einfach dran vorbei. Warum muss ich jetzt zurück? Okay, ich bin falsch gelaufen. Wo kommt man hier? Wo soll man hier denn hochkommen, bitte? Ach, da! Cool. Das ist der Weg wie zur Prüfung, oder? Kann das sein? Aber die Prüfung war ja nicht hier. Aber hier komme ich nicht hoch, oder? Hä? Ein Plünderer, wie süß. Zwei Plünderer, nimmer so süß. Ich nur noch schnell zurück zur Stadt jetzt. Erstmal die Questchen abgeben und dann mal gucken. So. Lass hören, Time. War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Dankeschön. Nee, nicht verderbtes Zonen, sondern... Aufträge. Jetzt zack. Den hier nehmen wir. Das mutterlose Mädchen. Sie ist zurück. Sie ist zurück. Oh je. Böse. Noch mutterlos. Aber vielleicht finden wir das ja irgendwann doch noch raus. Land und jetzt haben sie das Tal abgeriegelt. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Ups. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Bitte. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. So, haben wir auch. Die Verderbnis durchdringt alles. Und die letzte Quest noch, die wir gemacht haben. Aufträge. Vorratsengpass. Ist ja auch hier, ne? Ich war selbst schon. Das Tal ist abgeriegelt. Die Grenze zu den Karja ist abgeriegelt. Früher hätte ich mich über diese Nachricht gefreut, aber heute... Echt so weit?
Wo? Da oben. Da bin ich doch gar nicht hochgeklettert. Aber okay. Hä? Wie komme ich darüber? Gar nicht. Es muss doch irgendeinen Sinn haben hier, oder? Ne, so hüpft er wieder zurück. Ah. Hat keinen Sinn. Steige zum irgendwas Wachturm hinauf. Also muss doch hier hochgehen. Keine Ahnung. Ja, es muss schon irgendwo hochgehen, oder? Hallo. Ganz da oben. Alter. Klar. Hier ist so richtige Kletteraktion hier. Ja, guck mal. Waschbärhaut. Okay. Wird mir bestimmt noch nützlich sein. Und mit der Sona reden. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte, bitte. So. Jetzt gucken wir mal, ne? Fertigkeiten. Wir sind Stufe 18 schon. Okay, wir haben zwei Fertigkeiten bekommen. Das hier habe ich schon alles gemacht. Drücke R1 für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Auch ganz cool. Und da kriegt man... Oh, das hier kann ich auch machen, ne? Nicht genug Fertigkeitspunkte? Der kostet nur 2. Oder? Ach ne, 3. Okay. Und was ist das? Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Oh, geil. Das spare ich mir bis dahin. Großzügige Belohnungskisten aber auch bekommen. Da gucken wir mal rein. Oh, richtig viele. Metallscheibenkühlsaft, Reinholz. Gut, Reinholz ist wurscht. Die kann ich momentan nicht nehmen. Ich müsste auch mal verkaufen gehen. Sprengfalle. Falle, Taschenbeutel ist voll. Da, das ist alles voll. Das ist so schlimm. Nochmal? Nee. Dann machen wir lieber nochmal den Rohstoffbeutel, ne? Oh, eine Wildschweinhaut brauchen wir da. Da hatten wir 4 Stück, aber die haben wir für die Quest abgegeben. Ist doch blöd. Was machen wir denn sonst noch? Outfit, Waffen. Was war da eben voll? Der Fallenbeutel, ne? Oder? Fallen oder Trankbeutel ist voll. Oder?
Fallen und Tränke, okay. Dann müssen wir das mal erhöhen, würde ich sagen. Sonst können wir auch die großen Tränke nicht bauen. Ups, jetzt können wir es ja aufnehmen, ne? Fall oder Trankbeutel ist voll. Scheiße, was muss ich denn noch machen? Das hier noch upgraden. Jo, jetzt kann ich es nehmen. Sehr schön. Fertigkeitsstufen, Quests, Notizbuch. Ja, das gucken wir uns irgendwann mal an, nicht jetzt. Vielleicht morgen Abend oder so, habe ich mir überlegt, dass ich da mal ein bisschen mich einlese. So. Neuer Auftrag? Nee. So, jetzt wollte ich mal noch gucken. Und zwar auf der Karte. Hier unten zum Beispiel. Das hier ist Mutterherz, das sind Händler. Zum Beispiel hier war der Bunker. Wo war denn das? Jetzt ist da direkt der Händler drüber. Nora Jagdgebietsstufe. Wo war ich denn hier in dieser Höhle drin, wo ich diesen Boss getötet habe da? Muss doch auch hier irgendwo gewesen sein, oder? Das war doch hier drin, oder? In dem Bunker. Warum steht da jetzt nicht abgeschlossen? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Das hier will ich auf jeden Fall jetzt mal machen. Die verdorbene Zone hier unten. So, gehen wir dann hier hin.